Die Schmetterlinge habe ich mir jetzt ausgestanzt. Jetzt nehme ich meine Kluderzehe und klebe mir den Schmetterling, den kleineren, nehme ich mir ein Kluder-Tier ab und klebe den wieder in die Mitte und wölbe den mir so ein bisschen hoch. So. Und meinem Schmetterling hier gebe ich auch ein bisschen mit dem Falzbein ein bisschen Dimension. So. Und dann nehme ich mir wieder drei Glitzersteinchen. Setz mir die hier drauf. So. Und dann mache ich mir hier noch ein kleines Fähnchen. Dafür nehme ich mir jetzt ein Stück 1 Inch Melonensorbet und meine Dreifachstanze. Und da stanze ich mir jetzt das hier aus. Und dann nehme ich mir noch ein Stück flüsterweißen Cardstock. Der hat jetzt ja so circa einen halben Inch. Also habe ich circa, ich guck mal. Ne, das sind 7/8. Und das schiebe ich mir so nach hinten und gucke, dass ich so rechts und links so ziemlich den gleichen Abstand treffe und stanze. So, und dann klebe ich mir das hier drauf. So. Schneide mir das jetzt hier ab. So, und dann mache ich mir hier noch einen Klebestreifen drauf. So, und jetzt bestempel ich das noch mit You Are So Kind. Das ist auch aus dem Stempelset. Jetzt möchte ich das aber, weil der relativ breit ist, das passt mir nicht hier drauf. Nehme ich mein Stempelkissen. Dann stempel ich jetzt zuerst You Are und dann gehe ich hier so an die Seite drauf und schaue, dass ich nur die zwei Wörter mit Stempelfarbe benutze. Und dann stempel ich mir das jetzt hier drauf. So. Und dann nehme ich mein Mikrofasertuch, was ich hier noch habe, und mache mir das sauber. Und dann nehme ich jetzt bei dem So Farbe auf und gehe mit meinem Tuch, schaue ich, dass ich die Farbe, wo ich zu viel aufgenommen habe, hier abwische, dass ich nur noch das So habe. Und gehe in die Mitte und stempel das ab. Und da das ja die transparenten Stempel sind, seht ihr genau, was ihr benetzt habt und wo ihr abstempelt.
Und jetzt gehe ich auf das Kind, nehme nur da Farbe auf und setze mir das hier drauf. So. So, und jetzt geht es ans Zusammensetzen. Jetzt nehme ich ein Dimensional noch her. Brauche meine, ups, meine Schere. Zuerst setze ich mein Fähnchen noch ein. So. Das setze ich mir so hier dran. Klebt es fest. Und dann setze ich meinen Schmetterling hier an. So. Und setze noch ein Steinchen. Wo ist mein Pika? Hier. Und setze mir noch ein Steinchen hier hin. Und fertig ist die Box. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und ja, viel Kreativität. Bis dann. Tschüss.